Ich begrüße euch in der Folge Lufia 2. Wir sind hier in Clamento, denn wir wollen heute zu dem Glasbläser, von dem ich sogar schon mal geredet habe. Ich habe jetzt nachgeschaut, wie es weitergeht. Wir müssen den nämlich fragen, ob er uns einen neuen Rubin machen möchte. Vor allem, habe ich halt so gedacht. Ja gut, es gab einen Glasbläser im Spiel, der hat bestimmt nichts damit zu tun. Aber doch, es ist halt so. Wir müssen ihn reden und der wird uns jetzt einen neuen Rubin machen. Ach, ist halt das. Ich habe beschlossen, den Apfelrubin zu meinem Familienschatz zu machen. Ich habe mit der Wache im kleinen Tempel gesprochen. Ihr könntet ihr das passieren. Aha. Interessant. Ach so, okay. Wir müssen so. Ach, das ist gar nicht der Klassladen, okay. Ist der hier gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Nee, hier war nicht. Jedenfalls müssen wir da jetzt hin. Hier war die Kirche. Hier ist er nicht. Dann ist er hier. Ah, hier war ich also richtig, okay. Oh, Maxim, schön, dich wiederzusehen. Was kann ich für dich tun? Das ist eine gute Frage. Wieso antworte ich nichts? Aber gut. Oh, Maxim, du warst schon lange nicht mehr da. Was will ich hierher? Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Du hast so viel für mich getan. Ich tue dir jeden Gefallen. Kennst du den Feuerrubin, Jafar? Was, den Feuerrubin? Natürlich kenne ich den. Mein Lehrer hat ihn gemacht. Wirklich? Ja, der Rubin war wirklich ein Kunstwerk. Ich erinnere mich ganz deutlich an ihn. Könntest du den Feuerrubin neu erschaffen? Was? Aber ich bin ja weiter nicht so geschickt wie mein Lehrer. Ohne den Rubin werden zwei Länder, die gerade dabei sind, Frieden zu schließen, sich wieder verfeinden. aber... Warum versuchst du es nicht einfach mal, Liebling? Aber ich... Du hast mir immer gesagt, eines Tages würdest du bei deinem Lehrer. Ich weiß aber. Warum versuchst du es also nicht einfach? Bitte. Schon gut, ich weiß zwar nicht, was dabei rauskommt, aber ich werde mein Bestes geben. Vielen Dank. Es ist unmöglich, einen Rubin dieser Größe aufzutreiben. Was soll ich stattdessen nehmen? Oh, das Glas tut es auch. Gut, ich fange sofort an. Ah, ob die Fälschung auffällt, wer weiß das schon. Ich hoffe mal nicht. Hallo. Ja, Glück, ich bin gerade fertig geworden. Das ist wundervoll. Also, ich erkenne keinen Unterschied, aber ich habe ja auch kein Auge für sowas oder so. Er sieht genau wie der echte aus. Ich kann nicht glauben, dass du ihn aus dem Gedächtnis nachgebildet hast. Wenn du den Rubin einmal gesehen hast, vergisst du ihn nie wieder. Das ist auch nicht perfekt, aber ich habe mein Bestes gegeben. Das reicht auch vollkommen. Jetzt ist alles in Butter, danke. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Nochmals danke. Yay, Feuerrubin erhalten. Dann gehen wir jetzt mal zurück und zeigen den Prinz Leon. Selan... Warp geht noch auf der Overworld, bis auch immer. Aber gut, so. Zauber, Selan, Warp. Und zwar nach Danubia, bitte. Gut, gehen wir da rein, würde ich sagen. Und gehen zum guten Leon. Der war doch hier, oder? Scheint so. Das war wieder Störungsfail. Hi, ich möchte dir dies geben. Da, das ist... Wie hast du das bloß geschafft? Es scheint zu klappen, Maxim. Nun, da wir den Rubin wieder haben, wird alles gut werden. Da bin ich mir ganz sicher. Nein, das wird nicht funktionieren. Hast du das bemerkt? Ja, das scheint lediglich eine Imitation zu sein, oder nicht? Eine Imitation? Ich sah ja aus wie der echte Feuerrubin. Aber nur auf den ersten Blick. Schau genau hin, ihm fehlt das Feuer des echten Rubins. Es tut mir leid, dass ich gedacht habe, du würdest... Du brauchst es nicht zu entschuldigen. Ich hoffe, die Zeremonie wird friedlich und erfolgreich ablaufen. Nimm bitte an der Zeremonie teil. Du hast Auradio schließlich gerettet. Nimm bitte den Feuerrubin als Beweis unseres Willens, mit deinem Reich Frieden zu schließen. Das ist der hervorragende Feuerrubin. Ein wirklich schöner Stein. Der Feuerrubin, endlich gehört er mir. Hä? Das ist doch nicht Feuerrubin. Was? Prinz Leon, willst du mich beleidigen? Denkst du wirklich, ich würde das nicht durchschauen? Ich will keine Ausreden hören. Wenn Danubia will, kann das Auradio ganz schnell einnehmen. Hör mit dir Unsinn auf, Mutter.
Prinzessin Thea. Prinz Leon ist nicht mit der echten Rubine in unser Land gekommen, aber wurde ihm geklaut. Wenn sich jemand dafür schämen muss, dann wir, Mutter. Meine Güte, schon das wirklich? Ja, ja, im Schloss weiß darüber Bescheid. Nur du und Vater wissen nichts darüber. Wow. James, schicke die Soldaten aus und lasse sie nach dem Rubin suchen. James, schreit ja bloß. James ist schon seit einigen Tagen spurlos verschwunden, Majestät. Was? Zum Teufel ist der nur hin? Man sagt, einige Leute haben ihn nach Norden laufen sehen. Nach Norden? Was wäre denn da? Das sind auch nur schreckliche Monster, Bestien und Dämonen. Ich weiß leider auch nicht, Majestät. Schickt sofort jemanden, der Norden nach den Rechten schauen soll. Hey, wir, hi. Ja, Majestät. Oh, oder nicht? Mein Gott, was geschieht nun? Ich werde die Zeremonie nicht weiterführen, wenn der Feuerrubin nicht da ist. Entschuldige das, bitte, Prinz Leon. Sie war nicht immer so. Ich weiß, dass es nicht ihre Schuld ist. Du brauchst sie nicht zu entschuldigen. Prinz Leon, wir müssen Feuerrubin unbedingt finden. Da führt kein Weg dran vorbei. Vater. Wenn die Königin erst einmal sauer ist, dann geht man ja besser aus dem Weg. Ja, wow. Gut, hi. Hi. Der Feuerrubin wurde gestohlen. Ich kann nicht glauben, dass ausgerechnet uns das passieren musste. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in die Höhle im Norden. Ach, geheilt bin ich, ja. Das scheint unser nächstes Ziel zu sein. Gut, dann würde ich sagen, nächster Dungeon und so. Das wird spannend. Naja, so. Auf nach Norden. Ich bin mal gespannt. Ja, du weißt wirklich, Ramia. Ich habe mich im letzten Part noch gefragt. Wieso bin ich... Ich habe doch ein Dings... Haben wir nicht übernachtet gehabt? Habe ich bis dahin gekämpft? Ich gehe nochmal zurück und heile mich kurz. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Gordo aufgestuft. Nice. Hier ist die Höhle. Ja, jetzt können wir auch rein. Sehr schön. Okay, alles klar. Dann wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Das könnte jetzt spannend werden. Ich bin mal gespannt. Dankeschön. Ich bin gespannt, wie der Dungeon hier wird. Was wir Cooles haben und so. Wir haben ein bisschen Zornattacken voll. Du kannst dein Tornado wieder machen. Du kannst Blitz machen. Du kannst... Was ist denn Furie? Mach mal... Ne, Moment... Mach mal. Bla. Keine Ahnung. Das hier und du machst. Bla. Ego-Kraft. Das scheint mir ganz klug zu sein. Oh, ich sehe gerade, wir sind ja in der falschen Aufteilung. Lexis ist vorne und Maxim hinten. Das ist gerade ziemlich falsch. Und bei Sidan und Dings ist es genauso. Das war extrem viel Schaden dafür, dass ich in der hinteren Reihe stehe. Das ist ziemlich cool. So, Ego-Kraft. Jetzt sind wir alle geheilt. Jetzt greife an. Ba, 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 ba. So, jetzt stirb bitte. Sehr schön. Ein Krebsstein. Das ist ein neues Rüstungsding hier. Krebsstein. Ja, es ist wirklich. Trifft die Gegner zweimal aneinander. Das ist ziemlich cool. Wen gebe ich das denn? Also, bei dir wird es einen Angriff senken, die Stärke senken, Mut senken. Was kann der nochmal? Naja, das denkt mir zu viel bei dir. Was kann das Kürbisjuwel? MGA sinkt bei dir, das ist uncool. Nee, das will ich nicht. Bei dir sinkt Angriff. Okay, er sinkt nur um 5, das kann ich entbehren. Hier, nimm den Krebsstein. Nimm den Krebsstein, das wollte ich nicht. Okay, wir haben jetzt hier etwas drauf stehen. Wetten, die Tür geht nicht auf und ich muss den Trug dort oben hinstellen. Ja, richtig, okay.
So, das ist ziemlich ersichtlich. Nehme ich bitte mit Maxim, nehme ich bitte mit. So. Wundervoll. Was haben wir noch schon? Ist noch immer ein Geheimgang oder so in der Wand? Kann er sein? Was habe ich gerade ausgerüstet? Den Hammer, sehr schön. Einfach ein bisschen auf die Wand einschlagen. Kann er sein, dass da ein Geheimgang ist. Aber ich denke mal hier eher nicht. Nee, komm, wir gehen weiter, So, was haben wir schön? Einen blauen Teppich. Und einen großen Raum. Hier geht's schon mal weiter, das wissen wir jetzt. Hier kann ich runter. Habe ich jetzt auch gemacht, okay. Hier komme ich nicht weiter, spannend. Und hier, okay, kann ich so runterspringen. Ich denke mal, ich kann mich an diese Pfosten nur dran ziehen, oder? Ja, okay, sehr schön. Das macht die runter, okay. Oh, wow, jetzt kommen wir gar nicht mehr raus. Das ist ziemlich uncool, ehrlich gesagt. Dann machen wir den Ursprung. Moment, hier. Bei Maxim. Da ist Ursprung. So. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. So, wundervoll. Da haben wir... Jetzt haben wir hier oben noch einen Weg. Was haben wir hier Schönes? Okay, ich hoffe, wir gehen zur Sackgasse. Ich hoffe es einfach mal. Immer zuerst die Sackgassen ablaufen. Das ist eine... JRPG-Regel, genau. So. Das sieht mir jetzt nicht so wirklich in der Sackgasse aus, ehrlich gesagt. Ah, das wollte ich nicht! Aber ich glaube, hier ist trotzdem Sackgasse irgendwie. Darüber komme ich nicht. Okay, was haben wir hier Schönes? Hier ist ein Schalter. Der macht eine Brücke. Okay. Also ich glaube, weiter kann ich hier unten jetzt gar nicht kommen, oder? Hier ist ja kein weiterer Weg. Das heißt, ich muss jetzt erst hier runter, scheinbar. Okay, sehr schön. Hier muss ich auch irgendwie noch weiterkommen. Das wird spannend. Kann ich da wie runterfallen oder so in Richtung? Ich kann mal gucken, ob ich eine Wand in die Loch... ein Wand in die Loch boxen kann. Ja, genau, das wollte ich sagen. Ein Loch in die Wand boxen kann, wollte ich eigentlich sagen. Aber nein, kann ich nicht. Okay. Was ist hier oben? Nee, das sah gerade so aus, weil... Mein Bildschirm ist ein bisschen dunkel. Deswegen kann ich manche Dinge nicht so gut erkennen. Also so, was haben wir hier Schönes? Darunter komme ich nicht, okay. Dann habe ich ja jetzt nur noch diesen einen Weg hier. Und zwar durch diese Tür hier, sehr schön. Okay, der führt mich auch hier weiter. Das ist bisher auch sehr schön geradlinig. So, was haben wir hier Wundervolles? Ein Gegner... Aha. Ah, es ist ein Auge, okay. Ich dachte, das wäre ein Schild oder sowas, aber nein, es ist ein Auge. Wow. Okay, ja, das geht so sehr schön. Sind alle Schalter blau gefärbt, ein neuer Weg sich dir erklärt. Also, das ist ziemlich spannend. Du musst blau sein. Du bist schon blau, ha, witzig, ha, ha. So, was haben wir hier oben noch? Also, ich denke mal, hier sind noch weitere blaue, rote Schalter irgendwo. Aber in dem Moment, hä? Ich muss ja jetzt hier... Also ich kam mal vorhin da, glaube ich, auch nicht weiter. Also muss ich jetzt irgendwie hier weiterkommen. Betonung auf irgendwie. Ich besiege dich mal ganz kurz. Hatten wir auch schon ein paar Mal das Gegner besiegen uns gebracht hat. Aber ich denke mal hier nicht. Nee, okay. Ja, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Komme ich jetzt irgendwie hier unten weiter? Ich muss halt darüber kommen, weil da drüben ist eine Brücke auf jeden Fall. Gebildet wurden vorhin. Wie komme ich jetzt darüber? Das ist die Frage. Dann muss es ja... Wow, das war jetzt unvorsichtbar. Da muss es ja hier oben irgendwo einen Weg geben.
Wenn nicht, wäre das ja seltsam. Aber ich vertraue mal darauf. So, stark auf Maxim, bitte. Oder es gibt ja wieder irgendwelche Geheimwege in den Wänden. Das kann auch sein. Wie öfter mal halt in diesem Spiel. So, ist hier eventuell ein Weg in der Wand. Die Lücke ist mir suspekt. Nein, okay, das ist schön. Du hältst an und dann gehe ich mal hier durch. Ist hier noch was gewesen? Hier muss jetzt irgendwas gewesen sein. Ich müsste mal noch drüber zu den Truhen kommen. Das wäre ziemlich cool. Aber hier ist halt nichts mehr. Das ist halt so das Ding. Hier kommen wir auch nicht weiter oder so. Das ist gerade doof. Das ist gerade ziemlich verwirrend. Ist die Vergiftung noch da? Ja, okay. Das wusste ich gerade nicht mal, wie es in dem Spiel ist mit der Vergiftung. Helfer. Nee. Was war denn entgiften? Hat man da dafür überhaupt einen Zauber? Gegen Entgiftung. Nee, halt ein Gegengift. Ich könnte schwören, wir hatten dagegen auch einen Zauber. Stark, Flucht, stärker. Scheinbar ja nicht. Scheinbar nicht, okay. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Das ist eine gute Frage. Also, hier jedenfalls nicht. Also, es muss irgendwo hier weitergehen. Das ist ziemlich klar, denke ich mal. Da ist ziemlich klar. So. Wie komme ich zur... Das macht mich gerade stutzig. Wie komme ich zur Truhe? Das ist böse. Man zeigt dem Spiel trotzdem voll viele Schätze und man kommt einfach nicht hin. Oder geht es hier irgendwo weiter? Das könnte sein. Kann ich hier irgendwie durch? Ich meine... Nee. Da ist ja schließlich kein Pfeiler und so. Kann ich mich jetzt eventuell hier rüberziehen? Von hier eventuell? Okay, das ergibt natürlich Sinn. Komm mal her. Ich will gegen dich kämpfen. Oh, okay, du willst nicht gegen mich kämpfen. Das deaktiviert sich wieder. Okay, sehr schön. Dann können wir jetzt hier weitergehen. Das ist ziemlich spannend. Hier ist kein geheimer Weg, scheinbar zumindest. Gut. Also bisher ist die Höhle noch vollkommen überschaubar. Es gab meines Wissens nach bisher keine geheimen Wege oder so eine Scheiße. Das ist ziemlich gut. So, jetzt komme ich nämlich hier weiter. Das ist ziemlich cool. So, hier ist nichts mehr weiter. Dann kann ich jetzt hier runter. Dich besiege ich mal. Weil ich denke, dass dadurch nicht nachher mehr gehen werden. Wenn nicht, ist irgendwo ein krasser Schalter oder sowas. So. Mal gucken. Nein, dann ist es hier immer ein Schalter oder sowas in Richtung. Nein. Ach, hier. Okay. Dich muss ich bestimmt wegsprengen. Ja, okay. Wundervoll. Ah, okay, das macht das da auf. Okay. Ich dachte, die Stacheln gehen weg, aber das ist auch gut. Dann. Ja, das waren zwei Schalter. Wundervoll. Dann. Aha, hier ist ein Weg in der Wand. Zumindest scheint es so. Nein, vielleicht auch nicht. So, warte mal, das muss ich näher untersuchen. Erstmal brauche ich ganz viel Zauber, und zwar stärker am besten direkt. Das soll passen. Muss ich dafür vielleicht wieder weggehen? Das macht mich gerade stutzig. Jetzt sieht das so aus, als ob da irgendwas ist oder so. Mal. Ah, okay, dafür braucht man... Ah, das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Ah, okay, und so mache ich das dort auf. Okay. Das ist ziemlich cool. Okay, was bewirkt der Schalter hier? Oh, jetzt muss ich mal was wegwerfen. Was werfen wir weg? Na, macht er das weg? Ja, Moment.
weg. Get. So. Was bewirkt der Schalter? Ah, okay. Interessant. So, dann kann ich jetzt hier durch. Und kann hier unten. Meint, nee, kann ich nicht. Das war. Ah, das. Das ergibt natürlich Sinn. Irgendwie auf irgendeine spezielle Weise. So, Moment. Moment, Moment. Wie kommen wir jetzt mal dorthin? Das ist eine Frage. Hier war das irgendwo. Ja, genau. Genau, genau. Hm. Du nervst mich bitte nicht. Hier war das nämlich. Wow, das war knapp. Das war gerade ein und nur durch Zerstörungsfehler, dass ich den ausweichen konnte. Das war auch gut so. So. Don't nerv me. Neu me, wie auch immer. Nerv me. Genau. So, Moment. Ich brauche meine Statue. Dass ich hier ungesehen bin. So. Ah, okay. Die sind nur verschwunden. Ich stand halt da. Die sind verschwunden, deswegen dachte ich, alle wären verschwunden, aber nein, scheinbar nicht. Dann haben wir jetzt hier noch welche. Wahrscheinlich. Und hier würde ich sagen, gucken wir uns im nächsten Part besser um in diesem Stockwerk. Bis dann und ciao, euer Lero. Tschüss.